Willkommen von der Comedy Session 14, wo wir das brandneue Toshiba Satellite Radius hier uns anschauen können. Und zwar ist es ein 50,6 Zoll Notebook, bei dem wir das Display komplett umdrehen können, wie wir es auch schon von den Lenovo Yoga-Geräten kennen. Wir sehen können, wir haben ja natürlich Windows 8.1 am Laufen, ein wirklich sehr schönes Display mit einer Full-HD-Auflösung und ein extrem dünnes Display noch dazu. Und das Gerät ist auch sehr schön dünn und fühlt sich auch sehr gut an von der Verarbeitung. Kostet aber trotzdem nur um die $1000 mit recht hochwertigen technischen Daten. Wie ihr zum Beispiel hier lesen können, wir haben nur 2,2 Kilogramm und sogar eine 8-Stunden Laufzeit auf 15,6 Zoll ist das eigentlich sehr schön. Wir können uns hier mal kurz die Tastatur anschauen, die natürlich Toshiba Style hier bekommen hat, beziehungsweise auch Harman Kardon Lautsprecher sind hier drin. Bei den Anschlüssen können wir hier seitlich sehen, dass wir USB 3.2 mal haben, HDMI. Wenn wir vorne einmal rumgehen, sehen wir, dass hier ein paar Status-LEDs zu sehen sind. Ansonsten gar nichts. Und auf der anderen Seite gerade noch ein USB-Anschluss bzw. Security-Anschluss, gerade SD-Kartenleser, Lautstärkeregler, An- und Ausschalter dafür, dass wir, wenn wir im Tablet-Modus natürlich sind, Kopfhöreranschluss und natürlich Strom hier hinten ist auch noch wichtig. Stellt mal kurz die Kamera hin und dann zeige ich euch gleich, was ich mit Yoga-Style Notebook meine. Also ihr könnt das Ganze dann einfach hier nehmen, nicht nur runterklappen auf 180 Grad und dann natürlich wird die Tastatur sich ausschalten. Wie ihr sehen könnt, jetzt können wir noch was tippen, aber wenn ich dann hier das Ganze umdrehe, Tastatur ist dann aus, es passiert hier also gar nichts, wie ihr sehen könnt, und ich kann es komplett hier runterklappen in einen Tablet-Modus bzw. auch ganz einfach dann so auf den Tisch stellen, dass ich es auch so halb offen lasse und dann entsprechend so auf den Tisch stellen kann. Je nachdem natürlich, die Tastatur ist dann aus und ihr könnt dann im Flugzeug hier wunderbar einfach Filme schauen oder hier im Tablet-Modus dann sozusagen das Ganze dann bedienen und im Alltagsgebrauch dann auch skypen oder ähnliches, ohne dass wir die Tastatur benutzen müssen oder benutzen dann einfach die Onscreen-Tastatur, die dann natürlich auch hier erscheinen kann zum Tippen. Genau, wenn wir das Ganze schon so umgedreht haben, seht ihr, wie wirklich dünn das Display ist. Wirklich sehr angenehm und ansonsten, wir können hier leider keine internen Sachen tauschen, also Festplatte oder so wird schwer. Das sind zwar ein paar Schrauben hier unten dran, aber ist nicht dafür gedacht. Ansonsten hier unten das Toshiba-Logo natürlich noch drin und das ist nur ein Alu-Look, das ist ansonsten nur Plastik, damit es wirklich die 2,2 Kilogramm erreichen kann. Das war's auch schon mit dem ersten Hands-on des brandneuen Toshiba Satellite Radius hier von der Comdex 2014, wenn ihr das zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.